Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, herzlich willkommen hier bei DS Laser Midnight Finger Feature zusammen mit dem Gore-Minister on the Tour am dran sein. Alter, es regnet wie auf. Fallen da drauf! Was macht mich nicht wahnsinnig? Uiuiui. Ja, wir fahren hier durch den Regen, voll krass. Kurze, spontane Tour. Ich hatte Bock, ich musste mal was Gutes für mich tun. Und da dachte ich mir, ich nehme den DSD mit, weil für den kann man ja auch immer mal was Gutes tun. Das ist schön. Wir fahren jetzt ins Comicland Püppchen gucken. Und wer weiß, da gibt es bestimmt noch ein Unboxing. Bis gleich. So, aktuell geht das halt so im Comicland. Mit 5 Leuten darf man hier rein, natürlich Mund-Nasen-Schutz, ne? Ihr kennt das ja. Und dann kann man sich schöne Püppchen kaufen. Wir haben gerade schon gesehen, die Masters-Figuren. Ich glaube, wir müssen heute Masters-Unboxing machen. Aber was haben die hier noch? Die haben da immer so geilen Scheiß hier rumstehen, ne? Da kann ich mich dann immer nicht entscheiden. Aber ich glaube, die Masters-Dinger nimmt man mit. Sind ein bisschen teurer als normal im Laden. Aber der Laden will ja hier auch leben. Hier seht ihr hier schön die Püppchenwand im Hintergrund. Wir gucken da jetzt einfach mal durch, wie immer, ne? Ich nehme euch natürlich mit. Sonderangebote. Sie haben noch ein Shadow Orko hier für 10 Euro. Ja komm, nee, den nehmen wir mit. Ne? Hätte ich mir so nicht geholt, diese Super 7 Sachen, die fand ich nicht so. Fand ich schon gut, aber hier Shadow Orko brauchte halt keiner. Aber für einen 10er, da nimmt man das mit, ne? Für einen 10er, da ist man ja echt doof. Hier, ey, Sonderangebote ohne Ende im Comicland. Ein Lion-O, auch für 10 Euro. Ja. Ab damit in den Korb. So, gehen wir mal mit dem Fang hier zum DSD. Zeigen dem das mal. Der wird das hier auch sicherlich lustig finden. Guck mal hier. DSD, was ich gefunden habe, DSD. Alter, aber guck mal hier, Bandams und so weiter. Hier sind voll versteckt. Ja, und jetzt guck mal hier, DSD, jetzt guck mal hier. Oh. Thundercats für einen 10er? Thundercats für einen 10er, für einen 5er, für einen 5er, nochmal einen 10er. Alter, wie geil. Dann nimmt man die einfach mal mit, ne? Die nimmt man mit. Ich habe schon meinen ganzen Einkaufswagen voll. Sonderangebote. Thundercats, voll geil. Kennt ihr Thundercats? Ah, das habe ich geliebt als Kind, ne? Thundercats. Ho! Half human, half animal. Thunder. Thundercats, Mama and Lion-O, each sold separately. Voll gut. Und dann auch noch Mumra gekriegt. Dieses evil, düstere Teil. Sehr, sehr, sehr schön. Aber die Godzilla-Figuren, die haben sie tatsächlich gar nicht mehr da. Da war gut, dass ich mir da schon die letzten Male immer mal so eine mitgenommen habe. Hätte ich mir wahrscheinlich jetzt auch noch eine gegönnt. Aber nee, die sind hier nicht mehr in den Regalen vertreten. Wie man hier sehen kann, da haben immer so hier gestanden. Häuser leider weg. Naja, was soll's. Ja, macht ja nichts. Obwohl, ich habe noch was entdeckt. Aber ich habe hier noch, doch, Godzilla gefunden. Schönes Gerät, ne? Das wird sich ja auf dem Schrank oben auch noch gut machen. Ach. Ihr werdet sehen. So, weiter geht's, ne? Hier könnt ihr gucken, da oben, ja, genau. Richtig. Wir mussten nur eine Umleitung fahren, weil B1 gesperrt war. Und da sind wir am Real vorbeigekommen und da dachte man sich, also ich dachte mir dann, ja, wenn wir schon hier sind, dann können wir hier auch mal gucken, weil im Real gibt es ja manchmal auch Püppchen, ne? Wir gehen einfach mal da rein und gucken mal, was da losgeht. Ich filme hier auch immer die ganze Zeit gegen das Licht, ihr könnt mich gar nicht richtig sehen. Und schwarzer Mann mit der schwarzen Maske. Naja, wir gucken einfach mal, was da geht. Eine unerwartete Toy-Tour ungefähr, ne? Da ist der DSD hier am Gehen, am Dranne sein. Jetzt geht's rein. Das kann man hier sehen, ne? Star Wars ist so gut wie durch die Nummer hier im Real. Nichts mehr. Aber auch noch ganz viel so
Hier Jurassic World und sowas haben wir noch, aber das war's dann auch. Jo, haben sie keine Masters-Püppchen gehabt, aber oh, kann man das hier überhaupt reinhalten? Kann man das hier überhaupt reinhalten? Hier? Ja, schönes Star Wars-Spiel. Fluch vom Todesstern, Zwanni. Kann man mal machen, ne? Dann nehmen wir mal mit. Und natürlich haben wir für unseren Biertest noch Bier geholt. Ach, seht ihr gleich. Seht ihr dann ja, ne? Machen wir eine Toy-Tour-Biertest-Unboxing-Mega-Super-Duper. Knall durch Video. Ich bin hier in der Unterhosenabteilung bei Real. Hier auch schön. Mit Schlitz wahrscheinlich. Naja, ist ja egal. Hier war für drei Bier und ein Spiel jetzt erstmal warten. Was haben wir denn da? Guck mal, was der DSD wieder gefunden hat. Ne? Was ist dein Lieblingstier eigentlich? Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ja. Auf die Wahl, Alter. Ja. Use the force, Luke. Use the force. Ja, du kannst das ganz gut. Ja, meine Freunde, Damen der Sonne, das sieht tot aus, aber wir sind ja Gefahrensucher und Glücksritter zugleich. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach. Ich renne jetzt mal hier rüber. Ja, komm schnell, komm Auto. Eieiei. Renni. Geh einfach mal dahin. Da hat ja meine Toyhand damals angefangen, als ich ja auf der Suche nach den Masters of the Universe Origins war. Hatten sie dann nie. Ja, heute auch nicht. Nee. Aber da stehen auch keine Autos vor, von daher. Naja, ist komplett dicht. Ja, ne? Mal gucken, was an der Tür angeschlagen steht. Das, ja. Also, wenn wir schon mal hier sind, dann ja, möchte ich auch wissen, warum das nicht ist. Ja, hier haben wir es, ja. Aufgrund einer behördlichen Anordnung der Stadt Dortmund ist ab dem 19.04. nur die Abholung für Click and Collect erlaubt. Ab sofort ist somit keine Terminbuchung mit Testoption mehr möglich. Ach so. Ja, und das ist die Abholzeitfenster. 10 bis 18 Uhr. Das ist dann natürlich mies, ne? Weil wir haben weder einen Termin, noch haben wir vor 18 Uhr. Deswegen bye bye Smith Toys. Müssen wir hier wieder unverrichteter Dinge abziehen. Was aber auch ganz gut für einen Geldkoffer ist, ne? So, ja, hallo meine Fotzebärchens. Und wo ist denn hier? Ach, guck mal. Durchgreift hier. Hier, ping erstmal, ne? Ping! Den DSD sieht man fast gar nicht. So viele Typen. Erstmal. Prostata. Kronen schmeckt. Ah, bah, lecker. Oh, ja. Ich muss mal die Typen mal hier runternehmen hier. Ja, das ist ja eine Unfassbarkeit, was wir hier alles erbeutet haben. Heute wird gegrillt. Heute wird gegrillt, nicht. Ja. Hier sind jetzt nämlich fast gar nicht mehr so viel. Geil. Erstmal hier, wir fangen einfach mal mit dem an, was wir noch im Real geschossen haben. Blendet das hier, ja. Flucht vom Todesstern, ne? Ja, sehr schön. Ein Remake sozusagen, ne? Eine Wiederauflage des 1978er Krieg der Sterne Brettspiels Flucht vom Todesstern. Aber mit einer Actionfigur, diesmal exklusiv dabei. Hier ist sie da. Ja, und die ist halt auch so gemacht wie, ja, die Krieg der Sterne, die Krieg der Sterne Figuren halt immer waren auf Retro. Es gibt jetzt extra welche, die heißen Retro Collection. Das sieht dann auch aus, als wären die ein bisschen kaputt und so weiter, was ein bisschen doof ist. Die sind teuer eigentlich, die kostet die Figur schon über 20 Euro. Aber mit dem Spiel zusammen im Real für einen Zwanni. Da konnte ich nicht nein sagen. So, hier Job. Bei mir im Real in Aplerbeck hat das irgendwie, eigentlich unsere, 30, unsere 30, Minimum 30, ja. Und 30 wäre mir zu teuer, aber ich dachte so, für 20, wir nehmen es mal mit. Und wenn du die Figur wieder verkaufst oder so. Ach ja, genau. Wenn ihr wollt oder sehen wollt, dass wir das mal spielen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann packe ich das sogar aus. Natürlich auch mit Bier dabei, selbstverständlich. Ja, wir waren ja beim Bier. Es geht gleich weiter. Ja. Bah! Salz. So, machen wir weiter hier. Es gab nämlich im Comicland, unfassbar, hätte ich niemals 20 oder 25 Euro für ausgegeben, aber gab es Thundercats-Figuren für einen Fünfer und teilweise für einen Zehner. Hab ich auch geholt. Ja, so diese Nebencharaktere halt ein Fünfer. Habe ich mir natürlich doppelt geholt, ne? Habe ich mir doppelt geholt, damit wir hier auch schön für euch auspacken können. Den Panther hatten wir hier schon. Ein schöner Mumra natürlich. Also ich habe da gar keine Ahnung von. Ne? Ich habe mir mal so Zeichentrick davon runtergezogen, aber glaube ich auch noch nie geguckt. Also. Und wo haben wir den? Da ist er.
Und Lion-O. Alter, guck mal. Der Held der Thundercats. Das ist ja die komplette erste Wave, oder welche ist das? Ich, durcheinander, ne? Wir hinten sehen wir es ja. Ach ja, wir sehen es. Hier hinten. sieht man zwei Waves halt. Oh doch, ich habe die komplette erste Wave. Okay, ja, cool. Ja, Lion-O, Pantor, Mumra und Slither. Okay. Und Wave 2 wären halt hier Tigra, Cheetra, Monkion und Jacket. Ja, so eine Jacket Rolle dabei, weißt du? Ja, ja, du... Aber ich weiß, warum du die auch gut fandest, weil die halt sehr He-Man-like sind. Ja, ne? Ja. Also von der Arme und Beine auf jeden Fall. Da gab es ja damals schon Figuren, aber die waren nicht so bulky. Die waren halt eher filigraner. Also dann sind die jetzt vom Mold anders schon ein bisschen. Das ist schon anders. Ah, okay. Ja. Das ist mehr Comic-mäßig. Aber kannst du ja kurz darüber machen, ne, mit deinen... Haben wir hier eine schöne erste Wave Thundercats gekriegt. Natürlich hier auch alle doppelt. Ne, wir packen die ja aus. Hast du acht Stück geholt von den Bekloppten dann da? Ja, ne? Ja. Krass. Ja. Aber ich meine, einen Fünfer, da muss man einfach auch mal machen. Und auch, super geil, war lecker. Ja, den hätte ich auch mitnehmen sollen. Ne? Hier, nämlich von Master of the Universe, Super 7, ein Shadow Orko. Hätte ich auch jetzt keine 25 Euro für ausgegeben, aber für einen Zehner. Für einen Zehner geht das. Weißt du, Kneipen sind eh zu, ob du da drei Bier trinkst, weißt du, oder bitte. Den Shadow Orko holst. Ja, bitte, da holen wir einen Shadow Orko. Und wir machen aber noch weiter. Der kann aber nichts, ne? War da irgendwas bei? Ja, hast du mal eingeholt, ne? Eingeholt, den lassen wir auch eingepackt. Ich kauf demnächst noch einen dann und den packen wir dann aus. Ah, super. Ja, gut. So fünf hatten sie dann noch. Ja, ja. Und was Neues, natürlich, Masters of the Universe, Origins, Merman hatten sie da rumstehen. Jetzt halt nicht für 15,95, sondern für 19,90, aber dachte ich mir, ja, komm. Dafür kann man Comic-Land auch supporten, ne? Da sind schon Sachen günstig halt und so. Ja. Und, wir durften da rein, fünf Leute dürfen da rein und so, mit Maske und so, das ist super. Ein bisschen gefilmt haben wir ja eh. Das habt ihr ja gesehen. Das war ein schöner Spontanausflug. Das war super gut. Ja, das war darauf super gut. Ein. Ja, genau. Auf den Fahrer ein wollte Ping. Ich sagen. Ich wollte gerade sagen, auf den Fahrer. Kronen schmeckt. Das ist ein bisschen zu kalt, habe ich dann doch. Ein bisschen zu kalt ist. Aber ich bin vom Wochenende vielleicht auch noch etwas. Ja, ich weiß nicht, ob er das schon gesehen hat. Weinerlich. Wir hatten am Wochenende, wurde es ein bisschen extremer. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Haul. Achso, das war es ja schon. Ich wollte gerade sagen, das war es ja schon. Das aber du kannst sie ja nochmal daneben stellen, dann sieht das natürlich noch schöner aus. Ne? Hier, wir können doch. Weil Merman ist natürlich doppelt da. Guckt euch mal an, hier sind sie alle. Ich hätte noch eine Tasche voller Bier anzubieten. Hier sind sie am Start hier, das hört gar nicht auf, das ist ein. Ja, das ist mal eine schöne Beute. Ein Kommen und Gehen ist an der Tagesordnung, ne? So, hier alles voll. Thundercats, Masters und Star Wars. Ach, voll gut. Ich habe auch noch was gekauft. Was hast du denn geholt? Ja, einmal den hier von Thundercats. Ah, ne, habe ich ja gerade schon gezeigt. Den aber haben wir den dreimal. Hier noch, den habe ich schon, den habe ich bei mir schon mal gezeigt. Jetzt kann ich ihn aber auspacken. Luke Skywalker als Stormtrooper mit abnehmbaren Helm aus der Vintage Collection. Sehr geil. Ja, davon habe ich auch schon so ein paar. Ne, das sind Bendems aus den 90er, aus dem Jahre 93. Zeig euch mal hier, da gab es dann so ein paar von, das sind hier diese mit Draht drin, die kannst du halt biegen. Da habe ich halt die Leia schon von und ein Stormy habe ich davon, genau. Prostata. Wie geil man uns auch gar nicht mehr sieht, nee, ich glaube, der steht nicht. Aber doch, steht das habe ich schon öfters gehört, ich glaube, der steht nicht. Und damit war es ja nicht nur zu Ende hier, oder? Ich habe hier noch was Kleines. Heilige Scheiße. Hier so ein Angebot auch für einen Fünfer. Wie heißen die? Mad Monster Party. Ey, da ist ein Skull drin, eine Fledermaus und so ein komischer Count Dracula. Riesenfigur für einen Fünfer. Ey, für 5 Euro. Ich guck mal, ob der Tisch noch reicht. Stimmt so. Für einen Fünfer hatte ich dann natürlich Bock, mir das mitzunehmen. Ach, ist das herrlich, wenn der Tisch so voll ist, ey. Die Weihnachten, ne? Ja, so eine Tüte gab schon dabei, die ist mir egal. Die kann gerne einer haben, wenn einer Bock hat auf eine Spider-Man-Avengers-Tüte oder was da draufsteht. Marvel-Avengers, ja. So, Humbug. Und ein T-Shirt. Ein T-Shirt musste ich mir ja noch mitnehmen. Wo bin ich? Hier. Also, man sieht es gar nicht mehr. Es ist kann man sehen? Ja, sieht man, ne? Ja, den Schnüppel weg da. Dings da weg, da. Das Imperium brät zurück, ne? Grill Wars. Passend zur Lieblingstieraktion und so weiter. Der ist ja auch bald für die Grillsaison. Ich finde mein Bier hier gar nicht mehr. Ja, ist das alles voll? Huch, da ist es. Ah, da stoßen wir gleich mal drauf. Ach, ist das schön. Da musst du erstmal gleich ein Foto von machen, ey. Das ist geil. Ja.
Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Das war die schöne Toy Tour und Haul. Wird natürlich ausgepackt, aber damit das Video nicht zu lang ist, ne, packen wir das aus. Thundercats seht ihr, Unboxing und Biertest. Das wird heute noch lustig. Das ist ja nicht alles an einem Tag, ihr wisst, ne? Das. Ach so, wir tun ja, nur ja, so. Ja, ja. Weil das würde ich ja gar nicht wieder aushalten. Jetzt schon Bier trinken, dann wieder Biertest und so. Aber ich mache diesmal auch kein Bäuerchen, sondern drei. So, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Ich sage tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Und ach, seht euch das. Ist das nicht schön? Geil. Da ist man glücklich, ne? Tschüss. Das sieht schalten jetzt, ne? Zu viel Internet ist.